Die Pinky and Brain Show. Die Show mit Pinky and Brain. Hey Brain, was wollen wir denn heute Abend machen? Genau dasselbe wie jeden Abend, Pinky. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Der eine ist brillant, der andere geisteskrank. Der Pinky, ja Pinky und der Brain, 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 Brain. Ja, schön, dass ihr heute bei uns seid. Wir freuen uns natürlich sehr. Wir fangen gleich mit unserem ersten Clip an. Es geht um Musikerwitze, die sehr, sehr schlecht sind und zum Teil sehr niveaulos. Das will jetzt keiner wissen, aber wir machen weiter. Also, wir haben ein Spiel, das heißt, wer zuerst lacht. Das heißt, wer zuerst lacht, verursacht dadurch, dass der Gegner einen Punkt kriegt. Und wer zuletzt lacht, lacht am besten. Meine Mutter lacht am besten. Also, Clip ab. Oh, hi. Leute, euch habe ich gesucht. Die Musikerwitze sind uns wegen technischen Problemen abhanden gekommen, aber ich bin sicher, die wollt ihr sowieso nicht sehen, denn die sind nicht gerade die besten, die sind wirklich niveaulos. Ja, dann würde ich sagen, jetzt geht's weiter mit Pinky and Brain. Ja, jetzt geht's noch weiter mit einer unserer neuen Kategorien und das ist Schmacks gets Porn. Ist zum Teil sehr lustig, nicht für Schmacks, aber für uns und unsere Zuschauer. Ich würde sagen, ihr schaut mal rein. Here we go. Oh mein Gott, das wird so geil. Maxi, das Klo, renne mit ihm voll in den Ballern, ey. Oh mein Gott, ich muss die Kamera platzieren. Jetzt wird es echt ernst. Kamera platzieren, Moment. So, gucken. Ja, Max wird scheißen, René ballert ihm so richtig so, bam. Auf das wird ja 100 Schüsse, René braucht ja genug Zeit, um ihn zu überballern. Oh, Max, komm. Was dann mal als nächstes? Ja, die Tagesschau mit Nerd Nerdissen. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei der Tagesschlau. In Ägypten hat man herausgefunden, dass dort bereits vor über 5000 Jahren das erste Bier gebraut wurde. Dort gehörte es zu jedem Arbeiter dazu, dass man mindestens 2 Krüge Bier als Arbeitslohn bekommen hat. Da ist doch die Frage für uns alle geklärt, wie die diese riesigen Pyramiden bauen konnte, oder nicht? Ich meine, stellen Sie sich vor, Sie sind ein Arbeiter in Altägypten. Und dann denken Sie sich, ach, ich kriege 2 Krüge Bier als Lohn, da schleppe ich doch nochmal diese 3 riesengroßen Steine hoch. Und dann hinterher waren sie so hackendudelig, dass sie einfach nicht mehr wussten, wie sie das geschafft haben. Das war es heute mit der Tagesschlau. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ja, das waren ja Neuigkeiten, das wusste ich noch gar nicht. Jetzt geht's aber weiter, natürlich nur... Jetzt geht's natürlich mit dem nächsten Teil weiter, mit den lustigsten Titeln, die das Erotik-Kino in ganz Deutschland zu bieten hat.
Leider ist dieser Teil nur für Jugendliche, für die das auch, die reif sind und für Eltern. Also FSK 16, würde ich mal sagen. Oder nein, sogar FSK 18. Man weiß es nicht. Ich finde FSK 18,5 ist sogar noch die Steigerung für die Pinky and Brain Show. Müsste man mal überlegen, das einzuführen. Ja. Thema. Hotel Sodom, Analstufe Rot. So. Kann aber nicht überlegen. Die Stoßburg, wenn nachts die Keuschheitsgürtel klappern. Analritter 2, heute wird eingedost. Oh, scheiße. Dr. F. Otze, der Arzt, den alle Frauen lieben. Auf Schloss Bums klappern die Nüsse. Bananenfick in Mosambik. Ficky und die starken Männer. Mr. Fister. Hast du die Leute? Inzestbauern vom Rammlerhof. Rudelbums im Altersheim, Oma lässt die alle rein. Moby Fick im Arsch des Pottballs. Star Wars Periode 2, Anschiss der Klokrieger. Anschiss der Klokrieger. Spritzgebäck vom Ficola. So, das war mit der heutigen Show. Was ist denn hier los? Was soll das denn? Was soll denn der Quatsch? Was soll das denn? Hör doch mal auf damit! Verdammte Scheiße, da! Perfekt. So ist gut, ja. Das war's mit der heutigen Pinky and Brain Show. Nächstes Mal sind wir wieder da. Mit Pinky and Brain! Okay. War produktiv heute, ne? Geh da mal. René! Ich bin schwul in dich! Lauf doch nicht weg!